Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alltag mit Jenko. Mein Name ist Samira und ich gebe euch heute eine kleine Einkaufsliste mit auf den Weg. Ein Thema natürlich, wenn man sich einen neuen Hund ins Haus holt, ob nun ein Welpe oder ein Hund beispielsweise aus dem Tierschutz, ist natürlich das Thema, was muss ich alles besorgen, am besten bevor der Hund noch einzieht. Oder mit welchen Themen muss ich mich schon mal auseinandergesetzt haben. Jetzt werden vermutlich einige denken, das weiß ich doch alles schon. Und bestimmt gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Sachen. Das sind so Basic-Sachen, von denen jeder einfach weiß, dass man die holen sollte. Aber es gibt da auch hier und da nochmal vielleicht ein paar Sachen, die man vielleicht ein bisschen vergisst. Und auch zu den einzelnen Sachen nochmal ein paar kleine Tipps und Tricks, worauf denn auch dabei zu achten ist. Ich habe mir natürlich auch wieder eine kleine Liste gemacht, wo ich das alles nochmal aufgeschrieben habe, was ich alles tatsächlich erwähnen möchte. Nicht, dass ich irgendetwas vergesse. Also entschuldigt, wenn ich ab und zu vielleicht mal den Blick nach unten wende. Ich möchte nur tatsächlich nichts vergessen. Kommen wir bei dem Hund also erstmal zum Anziehen. Kommen wir mal zum Anziehen. Da sind solche Sachen natürlich wie Halsband und Geschirr gefragt. Ich weiß, es gibt dann auch so totale Halsbandgegner und totale Geschirrgegner. Ich würde dabei tatsächlich beides empfehlen. Erstens ist es immer ganz gut, wenn man den Hund an beides gewöhnt. Und es ist auch im späteren Training sehr, sehr nützlich, wenn der Hund sowohl an Geschirr als auch an Halsband gewöhnt ist, weil man kann beides im Training nutzen. Und was ich zum Beispiel gar nicht sehe, ist, dass eins von beidem in der Leinenführigkeit förderlich oder eben nicht förderlich sein kann. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, weil der Hund ja nicht so einen unangenehmen Gegendruck verspürt beim Geschirr, neigt er eher dazu zu ziehen. Wiederum andere sagen, gerade weil er den Gegendruck bei einem Halsband verspürt, neigt der Hund zu ziehen, weil er versucht, von diesem unangenehmen Druck wegzukommen, weil das viele Hunde nicht direkt mit dem Halsband in Verbindung bringen können. Und das mag auch alles irgendwo seine Richtigkeit haben, aber meiner Meinung nach sollte weder Halsband noch Geschirr wirklich ein Einfluss bzw. eine Erziehungsmaßnahme im Leinenführigkeitstraining sein. Leinenführigkeit sollte man grundsätzlich trainieren und nicht unbedingt von Halsband und Geschirr abhängig machen, sondern man sollte halt eher dafür sorgen, dass der Hund vielleicht mit beiden Sachen leinenführig ist oder halt eben auf das eine beschränken. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, das wir gesondert in einem extra Beitrag nochmal behandeln werden. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Das kann ich auch gleich mal hier sagen. Ich werde alle Sachen vorlesen, beziehungsweise alle Sachen besprechen, die ich gerne besprechen möchte. Aber natürlich werde ich jetzt nicht direkt auf Trainingssachen eingehen. Ich werde nur sagen, was man kaufen sollte und warum. Und vielleicht kurz darauf eingehen, wie das wichtig sein könnte. Zum Beispiel halt bei Leine und bei Halsband und Geschirr werde ich jetzt nicht direkt auf das Training eingehen, was man damit machen kann. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass es durchaus sinnvoll ist, beides zu kaufen und den Hund an beides zu gewöhnen, weil beides im Training später hilfreich sein kann. Passend zum Geschirr und zum Halsband kommen natürlich Leinen. Für den Anfang, für den Einstieg würde ich dort eine verstellbare 2-3 Meter Leine empfehlen. Das kommt vielleicht immer ein bisschen auf den Hund und vielleicht auf die Größe des Hundes an und auf euren Komfort. Aber ich halte es immer sehr gut, wenn man so eine verstellbare Leine hat, sodass man im Falle des Falles, wenn es mal nötig sein sollte, die Leine zum Beispiel auf 1 Meter verkürzen kann, ist durchaus auch eine legitime Länge, die man machen kann, dass man den Hund aber auch ein bisschen vielleicht länger laufen lassen kann. Am Anfang halte ich es noch nicht für notwendig, zwangsläufig eine Schleppleine zu kaufen. Ich finde Schleppleinen sehr gut und kann man sicherlich auch später kaufen, aber es soll jetzt wirklich um die Sachen gehen, die man direkt vielleicht am Anfang haben sollte. Und da ist meiner Meinung nach eine Schleppleine nicht notwendig. Eine Schleppleine ist sowieso vielleicht auch erst dann notwendig, wenn der Hund vielleicht ausgewachsen ist oder für gewisses Training. Es kommt auch immer ein bisschen auf den Hund an. Wenn Freilauf sowieso bei dem Hund vielleicht gar kein Problem ist, ist es auch grundsätzlich vielleicht nicht nötig, eine Schleppleine zu haben. Aber auf das Thema Leinen kommen wir in einem extra Video. Ich würde halt für den Anfang durchaus vielleicht eine verstellbare 2-3 Meter Leine empfehlen. Damit macht man auf jeden Fall schon sehr, sehr viel richtig. Ebenfalls sehr wichtig, auch das kommt ja gleich am Anfang schon mal zum Tragen. Wenn man den Hund abholt, macht man das in der Regel mit einem Auto. Also Thema Autosicherheit. Natürlich die sicherste und ich sag mal beste Möglichkeit ist eine Gitterbox hinten im Kofferraum. Dort ist der Hund wirklich gut abgesichert und vor allem wird er auch daran gehindert, aus dem Auto zu springen. Sollte es vielleicht doch einmal einen Unfall geben und Ersthelfer vor Ort sein,
gibt es dort keine Probleme, dass der Hund vielleicht, wenn man die Klappe aufmacht, direkt rausspringt, weil er ja in der Box abgesichert ist. Natürlich ist es auch insofern abgesichert, dass es ein sehr begrenzter, kleinerer Raum ist. Das heißt, wenn es mal irgendwie eine Vollbremsung oder so gibt, wird der Hund natürlich nicht so intensiv durch die Gegend geschleudert, sondern ist in seinem kleinen Bereich. Auch das kann natürlich helfen, Verletzungen zu mindern oder sogar zu vermeiden. Das sind also schon mal Sachen, die für eine Box sprechen. Aber ich weiß natürlich auch, dass erstens so eine Hundebox sehr, sehr teuer ist. Das kann sich also nicht jeder leisten. Und auch nicht jedes Auto ist dafür geeignet. Es gibt natürlich auch, wenn man vielleicht einen kleinen Wagen hat, vielleicht passt da einfach keine Box rein. Und sich wirklich jetzt extra eine Box anfertigen zu lassen, ist natürlich noch mal teurer. Ist also vielleicht nicht drin. Wenn man den Hund trotzdem im Kofferraum transportieren möchte, kann man sich so ein Hundegitter oder halt ein Gitter holen. Dazu muss man einfach sagen, ein Hund muss im Auto einfach der Ladungssicherung entsprechen. Also man muss einen Hund gemäß der Ladungssicherung absichern im Auto. Ganz normal, wie zum Beispiel Handwerker, wenn die ihr Werkzeug hinten im Auto haben, müssen die das auch ganz normal absichern. Das ist beim Hund halt eben auch so. Das heißt, ihr könnt euch da so eine Trennwand oder so ein Trenngitter einbauen zwischen Kofferraum und Rückbank, sodass der Hund schon mal daran gehindert wird, wie so ein Wurfgeschoss einmal durchs Auto zu fliegen, sollte es mal zu einer Vollbremsung oder etwas Ähnlichem kommen. Das heißt, das ist schon mal eine Absicherung. Zusätzlich absichern könnt ihr den Hund natürlich, wenn ihr ihn dann zum Beispiel auch noch hinten im Auto im Kofferraum anleiht. Das wäre eine Möglichkeit. Weiß ich aber nicht, ob das verpflichtend ist. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Regelungen. Da muss man sich dann nochmal gesondert informieren. Wenn man den Hund aber nun mal gerne auf der Rückbank transportieren möchte, gibt es auch dort zum Beispiel Boxen, die speziell dafür gemacht sind, auf der Rückbank transportiert zu werden. Das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten. Ich suche euch mal ein paar Seiten und Links dazu raus und werde die euch unten in die Infobox mal reinschreiben. Dann könnt ihr auch dort vielleicht direkt mal schauen. Also da gibt es auch so Boxen, die man hinten reinschieben kann. Aber wer auch das nicht möchte, kann seinen Hund natürlich auch hinten mit einem Gurt absichern. Da würde ich allerdings darauf verzichten, diese 5-Euro-Gurte zum Beispiel von Fressnapf zu kaufen, sondern dann würde ich einen TÜV-geprüften Gurt mit Geschirr verwenden. Die sind dann auch auf extreme Belastungen ausgerichtet und schützen den Hund natürlich nochmal viel besser. Denn es geht natürlich einerseits darum, einfach da zu verhindern, dass der Hund halt durch die Gegend fliegt. Und es geht natürlich auch darum, den Hund vor Verletzungen zu schützen. Und das ist einfach besser, wenn es so TÜV-geprüft ist. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch noch so eine Matte hinten reinlegen, sodass es nach vorne auch noch ein bisschen abgetrennt ist und natürlich auch ein bisschen Sauberkeit eingehalten wird. Darauf dann noch eine Decke, dann ist der Hund auch sehr gut abgesichert. Ich würde eher darauf verzichten, den Hund auf dem Beifahrersitz zu halten, aber es geht natürlich auch. Auch dort könnt ihr natürlich so einen Sicherheitsgurt verwenden und vielleicht dann noch so eine kleine Schale drum bauen. Da gibt es auch so extra Sitze, so richtige Hundesitze, wo die Hunde dann drin sitzen können und dann auch noch mal ein bisschen abgesichert sind. Ebenfalls wichtig sind natürlich Schlafplätze. Beim Schlafplatz würde ich einfach schon mal schauen, dass man erstens einen Schlafplatz hat, der so ein bisschen einen erhöhten Rand hat. Das ist für Hunde sehr, sehr bequem. Da können die sehr gut drauf liegen. Das ist für die meisten Hunde sehr angenehm, wenn der Rand ein bisschen erhöht ist und sie ihren Kopf so darauf ablegen können. Da würde ich also vielleicht schon mal schauen. Und ich würde mich an der Größe da immer an der potenziellen oder erwartbaren Größe des Hundes orientieren, dass ihr halt nicht ständig neue Hundebetten kaufen müsst. Kann man sich natürlich auch sehr gerne selber bauen. Vielleicht mache ich auch dazu mal ein Video, wie man sich denn so ein Hundebett selber basteln kann. Für den Anfang könnt ihr vielleicht auch zusätzlich zu dem Hundebett in der entsprechenden Größe auch einfach so eine Hundedecke oder allgemein eine Decke kaufen. Die könnt ihr dann zum Beispiel ja auch in der entsprechenden Größe einfach falten und sie dann immer weiter aufklappen. Das wäre zum Beispiel am Anfang eine Möglichkeit. Passend dazu, zu natürlich auch der Autosicherheit und dem Schlafplatz, würde ich zum Beispiel auch eine Box empfehlen. Ich weiß, es gibt total viele Leute, die Boxen verteufeln, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil eine Box ist absolut nichts Schlimmes für den Hund. Schlimm wird es natürlich nur, wenn sie falsch angewendet wird. Wenn natürlich jetzt Leute hingehen und sich die Box dahinstellen und sagen, ja, ich bin 10 Stunden am Tag aus dem Haus, ich sperre den Hund so lange in die Box rein, damit er nicht durchs Haus rennen kann, damit er nichts kaputt macht und mir nicht in die Bude macht. Natürlich, das ist absolut falsch und verwerflich und verantwortungslos. Das lehne ich natürlich auch ab. Es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, wenn der Hund da mal seine 10 Stunden in der Box hockt. Nein, finde ich falsch. Aber wenn der Hund grundsätzlich an eine Box gewöhnt wird, ist das überhaupt nichts Schlimmes, weil eine Box ist für einen Hund, also wirklich, das ist so ein sicherer Rückzugsort. Hunde mögen tatsächlich auch oft dieses Höhlenartige. Das heißt, für die ist es oft sehr, sehr hilfreich, so einen Rückzugsort zu haben, vor allem, wenn vielleicht ein bisschen viel los ist, wenn ein bisschen Trubel ist. Ist das für die wirklich ein wirklich schöner Ort, wo sie sich ein bisschen zurückziehen können. Viele Hunde werden das auch dankbar annehmen
Und es gibt auch viele Hunde, die schon von alleine, oder die meisten Hunde werden einfach von alleine auch schon reinkriechen, wenn sie einfach ein bisschen Ruhe brauchen. Wichtig ist natürlich immer, man kann so eine Box auch mal zumachen. Da habe ich gar nichts gegen, wenn man dem Hund noch ein bisschen mehr, auch das gibt dem Hund noch ein bisschen mehr Sicherheit, wenn die wirklich zu ist, wenn er einfach weiß, okay, wenn ich hier drin bin, dann passiert quasi nichts, dann kann mir auch nichts passieren, dann bin ich wirklich abgesichert und in meinem persönlichen kleinen Rückzugsort. Aber natürlich, wenn die Box zu ist, finde ich, sollte man grundsätzlich machen, wenn man auch dabei ist, sodass man die Box dann auch wieder aufmachen kann, wenn der Hund raus will und auch immer nur für einen begrenzten Zeitraum. Aber grundsätzlich ist eine Box eine wirklich, wirklich gute Sache im Training und auch einfach nur im Alltag, um dem Hund einen schönen, sicheren Rückzugsort zu bieten. Vor allem bei Hunden, die vielleicht auch allgemein ein bisschen gestresst sind, aber einfach allgemein für Hunde ist es sehr, sehr gut. Natürlich auch Futternäpfe, dazu muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Auch die würde ich schon in einer Größe kaufen, die an die Größe angepasst ist, die der Hund irgendwann mal erreichen wird. Dann muss man auch dort nicht länger nachkaufen. Ich habe mir dafür so Porzellannäpfe gekauft oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt irgendwie nicht kein Plastik oder so, sondern halt ja so porzellanartig in der entsprechenden Größe, dass das Futter halt eben reinpasst. Spielzeug, auch ein großes Thema. Ich würde da jetzt auch nicht völlig übertreiben und irgendwie säckeweise Spielzeug rankarren, sondern auch da würde ich das eher in Maßen halten. Was ich zum Beispiel holen würde, es gibt so gummiartige Stangen, die sollen sehr, sehr robust und ja, langlebig sein. Also ich würde auf jeden Fall etwas kaufen, was auch ein bisschen was aushält. Jetzt nicht vielleicht irgendwie so Kuscheltiere oder so, sondern wirklich so Kong-artige Materialien, die ein bisschen was aushalten, denn vor allem auch Welpen oder Hunde, die neu einziehen und ein bisschen gestresst sind, kauen gerne. Das beruhigt die Hunde. Es ist also sehr gut, wenn sie etwas haben, worauf sie auch regelmäßig kauen können. Und vor allem könnt ihr damit dem Hund auch tatsächlich beibringen, nicht an anderen Dingen zu kauen. Denn ist es nie so von Vorteil, wenn man einfach nur mal hinter dem Hund herrennt und der knabbert an einem Tischbein, der knabbert am Stuhlbein, dann knabbert er mal an der Bettdecke, dann knabbert er mal an den Schuhen und man rennt immer nur hinterher und sagt nein, 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 weil erstens stumpft das den Hund nach einer Weile auch irgendwo ab, weil er denkt, okay, die rennt sowieso die ganze Zeit nur nein, nein, nein mäßig hinter mir her und natürlich weiß der Hund auch an sich gar nicht, was eigentlich los ist. Das heißt, wenn ihr dem Hund zum Beispiel beibringt, an dem Schuh wird nicht genagt, aber ich gebe dir hier ein Ersatzverhalten, dann wird der Hund halt sehr schnell lernen, okay, es gibt Dinge, an denen darf ich nagen und es gibt Dinge, an denen darf ich nicht nagen. Ist also auch insofern sehr, sehr hilfreich. Deswegen würde ich da so Sachen holen, die ein bisschen robuster sind, an denen der Hund schön kauen und rumlutschen kann. Ein großes Thema ist Futter. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, darauf möchte ich jetzt gar nicht so groß eingehen, wo ich mal vorgestellt habe, auf was bei Futter zu achten ist. Denn wirklich viele, viele Leute wissen es gar nicht, wie viel Schaden man mit einem nicht so guten Futter eigentlich anrichten kann. Was auch gar nicht persönlich gemeint, woher soll man es auch wissen? Natürlich, die Futterindustrie erzählt es einem ja nicht, weil die wollen ja ihr Futter vertreiben. Und Hundeärzte, auch das muss man einfach mal sagen, oder Tierärzte wissen das oft nicht, weil es keinen wirklich großen Teil in ihrer Ausbildung ausmacht. Weil die meisten Tierärzte oder viele Tierärzte sind da gar nicht so krass versiert, weil es einfach nicht riesig krass bei denen in der Ausbildung thematisiert wird. Und deswegen wissen die das oft auch gar nicht so sehr. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Dinge, da könnt ihr ja gerne mal aufs Video gehen, auf die zu achten ist, weil ein Futter ist sehr, sehr wichtig. Ich würde die Marken The Good Stuff und Raiko empfehlen. Wer da mal Fragen hat, kann sich natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und mit Experten gesprochen. Vor allem habe ich mit Leuten gesprochen, die so eine Husky Ranch haben. Die haben sehr, sehr, sehr viele Hunde, die alle top gesund sind. Also, natürlich, manche sind schon ein bisschen älter und haben natürlich ihre Wehwehchen, aber bei denen läuft das wirklich sehr, sehr gut, weil auch die sich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und Raiko ist da zum Beispiel sehr, sehr gut mit einem guten oder sehr hohen Fleischanteil in der Trockenmasse und sehr, sehr guten Inhaltsstoffen und nichts Unnötigem. Oft werden halt unnötige Zusatzstoffe beigeführt, um halt eben Geld zu sparen, unnötige Konservierungsstoffe oder minderwertige Zusätze, die einfach nicht nötig sind. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig. Beschäftigt ruhig mal ein bisschen mit dem Futterthema. Und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zurück. Ich kann euch da mit Sicherheit ein wenig helfen. Ebenfalls wichtig, denke ich, ist auch eine Bürste. Vor allem bei Hunden mit etwas längerem Fell oder die einfach gebürstet werden müssen, aber auch mit kurzem Fell. Ich denke, das ist auch einfach etwas, was gut ist, wenn man das gleich am Anfang hat, weil umso mehr man den Hund an Sachen gewöhnt, umso einfacher wird es auch später fallen. Und der Hund wird auch schon in jungen Jahren vielleicht mal durchs Dickicht rennen und sich irgendwas einfangen. Das ist immer ganz gut, wenn man ihn gleich von Anfang an ein bisschen durchbürsten kann und das ist auch immer sehr gut, ihn daran zu gewöhnen.
So ein Erste-Hilfe-Set würde ich auch immer mal empfehlen, dass man so ein paar Sachen hat. Auch darauf gehe ich nochmal in einem extra Video so ein bisschen ein. Aber dass man schon mal so ein paar Sachen hat, falls sich der Hund mal verletzt oder sich mal, ja, sich mal eine Pfote aufkratzt oder halt sonst irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden hat, dass man da direkt eingreifen kann. Also auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt. Was ich auch sagen muss, so zum Thema Sicherheit im Haus. Einerseits, wenn ihr zum Beispiel in einem mehrstöckigen Haus wohnt und Treppenstufen zu gehen sind, würde ich da vielleicht so einen Treppenschutz, so ein Gitter einbauen, vor allem wenn es von oben nach unten geht, damit der Hund nicht versehentlich die Treppe runterfällt. Erstens kann das natürlich zu Verletzungen führen und es kann den Hund auch ein Stück weit traumatisieren, wenn er einfach so eine Treppe runterfällt. Kann es halt auch eben sein, selbst wenn er ohne große Verletzungen da rausgeht, dass er dann vielleicht so eine Angst vor Treppen entwickelt, dass er keine Treppen mehr steigen will und das ist dann wirklich ein sehr langwieriges und hartes Training, um das dem Hund wieder näher zu bringen. Also da vielleicht einfach mal schauen, dass man vor allem am Anfang eher Gitter vorbaut und mit dem Hund gemeinsam solche Sachen macht, dass er da auch ein bisschen Sicherheit und Vertrauen lernt und halt eben, wie gesagt, keine negativen Erfahrungen erfährt. Ebenfalls dazu Kindersicherheit irgendwo anbringen. Natürlich sollte man sowieso schauen, dass man viele Sachen hochstellt, an die der Hund erstmal nicht dran soll, dass keine Vasen oder andere Sachen kaputt gehen. Aber zum Beispiel auch, das haben meine Eltern zum Beispiel gemacht, so eine Kindersicherung an Schränke. Vor allem, wenn da vielleicht der Müll hinter ist, sehr, sehr spannendes Thema für Tiere, dass der Hund nicht einfach so da reingeht und den ganzen Müll auseinandernimmt, sondern da ist es immer sehr gut, wenn das vielleicht abgesichert ist, vor allem wenn der Hund erst einmal gelernt hat, wie er einen Schrank aufmacht und gelernt hat, dass es dahinter sehr interessant ist, wird er da auch immer sehr, sehr gerne hingehen, vor allem zum Beispiel, wenn er alleine ist. Also mit einer kleinen Kindersicherung in den ersten paar Wochen, Monaten kann man das auf jeden Fall schon mal verhindern und ist da schon mal ein bisschen abgesicherter. Nun zum letzten Thema, kleineres Thema sind zum Beispiel Kotbeutel. Auch das wird vielleicht vor allem am Anfang gerne mal vergessen. Aber natürlich wird der Hund direkt von Anfang an seine Hinterlassenschaften in der Gegend verteilen. Und da ist es immer sehr gut, wenn man das natürlich dann auch wegräumen kann. Also am besten einfach schon mal gleich so eine Ladung Kotbeutel, die kosten ja nicht sehr viel, schon mal bereitstellen und vielleicht so eine kleine Tasche auch besorgen, wo man Sachen für den Spaziergang mit reinlegen kann. Wenn man zum Beispiel auch gerne einen Klicker oder eine Pfeife schon mal benutzen kann. Auch das sind zum Beispiel Sachen. Eine Pfeife kann man auch direkt am Anfang schon mal benutzen. Dann kann man den Hund direkt auf so eine Pfeife konditionieren. Denn natürlich, umso früher man mit gewissen Dingen anfängt, man sollte den Hund am Anfang nicht überfordern, aber umso früher man mit gewissen Dingen anfängt, umso besser wird das natürlich im Training dann auch aufgebaut werden können. Und deswegen kann man natürlich sowas wie eine Pfeife auch sehr gut schon direkt am Anfang etablieren. Jetzt gibt es natürlich noch viele andere Dinge, die man natürlich braucht, vielleicht wenn man einen Hund hat. Aber erstmal ging es mir darum, um die Sachen, die gut sind, wenn der Hund ins Haus kommt. Direkt am Anfang. Es gibt auch ein paar Sachen, die man vielleicht erst in späteren Trainingsschritten benötigt und nicht direkt am Anfang. Das heißt, da könnt ihr natürlich noch viel, viel mehr Dinge kaufen. Aber das waren so ein paar Sachen, die wirklich ganz gut sind, wenn ihr den Hund bekommt. Um es einfach nochmal zusammenzufassen, sage ich es einfach nochmal: Leinen, Autosicherheit. Großes Thema, Halsband und Geschirr, Schlafplätze, Box, Futternäpfe, Spielzeug, Futter, Bürste, Erste-Hilfe-Set, Treppen, Gitter, Kindersicherungen und Kotbeutel. Das sind die Sachen, die ich so genannt habe, von denen ich finde, dass sie durchaus am Anfang in so einen Hundehaushalt gehören. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen. Ich hoffe, es waren vielleicht ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht so ganz auf dem Schirm habt oder mit denen ihr euch noch nicht so ganz auseinandergesetzt habt. Wenn dem so ist und euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Dann werdet ihr auch immer informiert, wenn hier ein neues Video erscheint. Jetzt bedanke ich mich, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt, bis zum Ende mit dabei wart, euch dieses Video angeschaut habt. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Unterwegs mit Hund.